Nachdem das Wetter den Weltrekordversuch der Paraglider am Samstag hat scheitern lassen, begann der Nervenkitzel am Sonntag von vorn. Die Finkenberger Almbahn und die Meierhofener Bergbahn beförderten alle Teilnehmer gratis zu den Startplätzen am Penken und am Ahorn. Auch vom Abeskopf wurde gestartet. Eine Wolke, die erneut hartnäckig den Penken umhüllte, stellte die rund 100 Piloten auf eine Geduldsprobe. Dann endlich war es soweit. Das Organisationsteam der Zillertaler Flugschule und Stocky Air gaben den Start frei. Insgesamt 239 Piloten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, den Niederlanden, der Tschechei und Frankreich wollten gemeinsam ins Guinness-Buch der Rekorde fliegen. Bot sich den begeisterten Zuschauern ein eindrucksvolles Bild. Während sie fasziniert gen Himmel schauten, hatten die Organisatoren alle Hände voll zu tun, ein unfallfreies Gelingen des Weltrekordes sicherzustellen. Allround DJ Roland über Lautsprecher. 211 Paragleiter schwebten gleichzeitig über Meierhofen. Der bisherige Weltrekord von 191 Gleitschirmfliegern war damit überboten worden. Weitere Sensation war die atemberaubende Flugakrobatik-Show von Weltmeister Michael Küng. Spektakulärere Landung lieferte Marienhof-Darsteller Lutz Winde am Bahnhof von Meierhofen. Im Gehsteig, weil hier die Thermik total nachgelassen hat über der Straße und eigentlich hätte ich gedacht, ich komme noch rüber, aber leider musste ich hier runter. Im Lömbom mit den Starten, ich glaube 110er, wo da gerangen, alleine von Finkenberg weg.
Und das war echt ein Traum. Und ich hatte natürlich auch einen super Piloten mit einem Hörer Alfons, der habe ich wirklich sicher hochgebracht. Und da hat man zwar einmal ab und zu einmal einen Radler gegeben, also wegen der Hose auch noch etwas gespielt, aber zeitweise habe ich mich ein bisschen hübsch verheben. Aber es ist richtig gut gegangen. Und ich werde sicher noch einmal tun. Und heute Veranstalter, glaube ich, hat es richtig verdient, das schöne Wetter heute am zweiten Tag, dass sie wirklich einen Weltrekordversuch, was sie gemacht haben, wirklich durchgeführt haben. Und ich glaube, der ist gelungen und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Auch. Traum, wirklich. Traum, Franz. Ich habe eine Ehre. Ich bin so ein Politiker, ich war seit der Lift gegangen. Ja. Ja, was soll man da noch dazu sagen an dem Panorama? Letztendlich hat es alles funktioniert. 211 gezählte Starter, neuer Weltrekord, ist Aufbruchstimmung. Das nächste Mal mehr und noch besser. Das war es eigentlich, was ich dazu sagen kann. Und vor allem, dass alle Sachen, ob jetzt im Wasser oder in der Luft, unfallfrei angelaufen haben. Das war eigentlich unsere Sorge. Haben unfallfrei angelaufen, keine Verletzung, beste Stimmung. Werden wir sicher wiederholen, die ganze Geschichte. Soweit die Eindrücke und Aussagen vom Schwendauer Bürgermeister Franz Hauser und Mitveranstalter Hannes Bramstrahler vom Europahaus.